Die Assistenz, die du jetzt gerade betont hast, die du hier im Atelier Augenhöhe hast, was ist denn ihre Aufgabe? Also wo unterstützt die dich? Ja, also ich habe zum Beispiel einfach die Idee habe ich einfach hineingebracht. Und sie versucht dann mit mir das einfach zu realisieren, weil also selber kann man so etwas gar nicht machen, weil Slimen und so weiter, man muss 5 Hände haben, um das also wirklich ganz können allein bestreiten, das geht einfach nicht. Dann nimmt mich noch Wunder, wie der Text ans Publikum gedreht wird. Wird das live sein oder was hast du da schon für Gedanken gemacht? Nein, das ist fast nicht möglich, außer ich würde das hinter den Kulissen lesen und dann müssten aber alle anderen müssen führen und so, weil ich, das kann man unmöglich beides, den Text lesen und gleichzeitig die Figuren führen. Und darum wird das eigentlich auf Tonträger aufgenommen, auf digitalem Tonträger. Und wird dann abgespielt und mit einem Gerät und irgendwie synchronisiert. Also es muss dann auch jemand den Projektor bedienen, um im richtigen Moment die richtigen Bilder projizieren. Und das ist natürlich, ja, das wird Übung brauchen. Aber ich denke, das ist schon machbar. Ja. Wird es Unterbrüche geben wie auf einer echten Bühne zwischen den einzelnen Szenen? Respektive meine Frage ist, gibt es auch einen echten Voranzug auf dieser Tischbühne? Ja, auf jeden Fall. Jawohl, ja. Ich kann das mal schnell demonstrieren. Ich muss allerdings die Figuren ein bisschen verschieben, weil sonst, weil sonst der Vorhang die dann das macht. Oder? Ich mache jetzt hier einfach mal den Vorhang zu. Also, wie im Opernhaus fast. Tatsächlich, wunderbar. Mit einem schweren, sammelroten Stoff. Genau. Und es ist noch nicht ganz ausgeklügelt. Es müsste noch so Kette abgemacht werden, dass der Vorhang nicht zu viel zugeht. Also er dürfte nur bis dahin. Aber das ist eine Kleinigkeit. Aber das ist auch etwas, was ich jetzt zum Beispiel eben nicht könnte. Oder? Da habe ich keine Ahnung, wie man so etwas macht. Aber der Vorhangzug hat also ein Männerchor-Kollege von mir gemacht, der 30 Jahre ein Vorhanggeschäft hatte und hat mir das liebenswürdigerweise montiert. Bis jetzt habe ich keinen roten Gents halt. Ich weiss nicht, ob noch eine dicke Rechnung kommt, aber ich hoffe es nicht. Aber es lohnt sich auf alle Fälle so etwas. Ja, weil das braucht man einfach. Man muss umbauen von Szene zu Szene. Man könnte das nicht einfach. Weil es raubt die Illusion total, wenn dann da plötzlich Hände reinkommen und. Ja. Was für Arbeiten stehen jetzt im Moment noch an, bis man das erste Mal als Publikum eine Premiere geniessen kann? Ja, jetzt fangen Sucharbeiten an. Sucharbeiten nach einem Partner, der den Gegenpart von mir spricht. Müsste aber wirklich unbedingt Bühnensprache beherrschen. Weil man kann nicht einen Klassiker aufführen mit einem Akzent von Bern, Basel oder Zürichdeutsch, das geht einfach nicht. Das machen ja unsere Politiker. Und dort mag es ja drin liegen, oder? Aber wenn man schon so einen Borchert aufführt, dann muss das eben in einer guten Sprache. Und das suche ich jetzt. Und das werde ich Mühe haben. Weil ich kann nichts zahlen. Also, wenn ich jetzt könnte, sagen wir, um das, sagen wir, 500, 600 Stutz anrühren, um das mir das jemand spricht, dann wäre das ein anderer Fall. Aber ich, die selber, die Bühne ist mindestens 700, 800 Franken wert. Und ich verdiene keinen roten Cent, also kann ich auch nichts zahlen. Ich kann nur die Hoffnung haben, dass jemand das Stück genauso gut findet wie ich
und dass das sogar ein Vergnügen ist für den, dann mit mir das zu machen. Das wird in dem Fall ja dann auch, denke ich, ein Teil sein von der künstlerischen Assistenz im Atelier Augenhöhe, dir zu helfen, so ja. Leute zu finden etc. Genau, genau. Also eben das ist, sind Sachen, die ich nicht kann allein bewältigen kann, auf gar keinen Fall. Ja, was denkst du, wann darf ich als Gast an der Premiere vor der Tischbühne hocken und draußen vor der Tür geniessen? Nein, also da wage ich null. Also wirklich null Prognose. Das ist wirklich etwas, das ich auf mich zukommen lassen. Zuerst müssen mal die Figuren auch alle gemacht werden. Kulissen und so. Und, ja, ich denke, ich kann es nicht sagen. Also das könnte ein halbes Jahr gehen, es könnte ein Jahr gehen, es könnte länger gehen. Bis ich einfach wirklich die Leute habe, die mit mir das machen. Dann geht es eigentlich nachher eigentlich ziemlich rassig. Weil dann kann man das auf Tonträger aufnehmen und dann nachher klappt das wunderbar. Silvia, vielen Dank für den Einblick, den du gegeben hast in deine Arbeit. Ist gern geschehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn dann eines Tages hoffentlich eine Einladung kommt, dass wir draußen vor der Tür auf einer Tischbühne von Silvia Raug inszeniert. Ja, und ich... Das kommst du natürlich in den Ehrenplatz über. In der Mitte, in der ersten Reihe. Da freue ich mich. Okay. Vielen Dank für das Interview. Bitte, ist gerne gesehen.